Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader, und herzlich willkommen zur 1272. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am grünen Donnerstag, 13. April 2017. Freunde, ich höre die Eier schon an der Tür klopfen, die warten alle auf mich. Aber noch haben wir eine Rohstoff-Tagesausgabe, das gleichzeitig die vorgezogene Rohstoff-Wochenendausgabe sein wird. Denn, liebe Trader, ich verabschiede mich ins Osterwochenende und ich werde am Samstag keine Rohstofftagesausgabe machen. Ich werde mich auch nicht mit Traden beschäftigen in diesen Tagen. Insofern, bitte beachten Sie, nächste Rohstofftagesausgabe gibt es dann am Dienstag von mir, wahrscheinlich mit einem kugelig runden Ostereierbauch. Wir gucken auf die Rohstoffliste und wir sehen Platin plus 1,2%, Gas plus 1%, Kupfer 0,7%. Dann haben wir wieder so eine ganze Menge nichts am schwächsten heute. Gold und Silber minus 0,3% bzw. 0,38%. Die konkurrieren gerade um den letzten Platz. Das ist aber auch in Ordnung, denn gerade Gold hat ja in den letzten Tagen eine sehr schöne bullische Bewegung gemacht. Wir hatten miteinander am Wochenende darüber gesprochen, vielleicht können Sie sich daran erinnern, dass der Goldpreis ja diesen Ausbruch über den Stundenchart gemacht hat, aber dann per Tagesschlusskurs wieder reingefallen ist. Dann hatte ich ihm gesagt, ja, das ist mehr schwach. Das bedeutet aber nicht, dass kein Setup mehr da ist auf der bullischen Seite. Und wir können jetzt nicht schon sagen, oh, das war ein Fake, jetzt wird der Goldpreis fallen, sondern wir müssen den Chart angucken. Wir haben miteinander darüber gesprochen, dass der Markt hier eine horizontale Unterstützung hat, dass die 20-Tage-Linie da ist und das, was unser Formationstrader-System uns anzeigt, im Moment eine größere Wahrscheinlichkeit voraussagt, dass auch diese Unterstützungen halten können. Und dass, wenn ein Trader mit kalkuliertem Risiko ein Trade hier eingegangen ist, auf der Long-Seite, dass er auch keinen Grund hat, jetzt seinen Trade zu werfen, sondern jetzt gilt es, den Markt entscheiden zu lassen, ob die Bullen eine Fortsetzung machen können oder nicht machen können. Und die Bullen können eine Fortsetzung machen. Und was sie für eine Fortsetzung machen können, womit ich mich bei der letzten Ausgabe getäuscht habe, und selten täusche ich mich ja so gerne, war, dass ich ihnen gesagt habe, Leute, und das ist ja offensichtlich missverstanden worden, ich würde das gerne noch einmal wiederholen. Ich habe ihnen gesagt, Freunde, wir machen gerade eine bullische Bewegung, wir waren hier. Wenn der Markt vor dem Wochenende ein Ausbruch versucht und dann zum Wochenende wieder unterhalb dieser Seitwärtsphase schließt, dann gibt es in der Regel schwache Bullen im Markt, die gerade nervös sind, sich denken, oh, bitte komm nochmal zurück, dann schmeiße ich meine Position. Und deswegen ist es selten, dass der Markt, wenn er dann wieder in diese Widerstandszone kommt, sofort durchgeht, sondern der braucht eher nochmal ein paar Stündchen, damit die schwachen Bullen werfen können und dann müssen wir gucken, kriegen wir einen Stundenschlusskurs oberhalb dieser Widerstandszone, gibt es eine Fortsetzung. Oder, was auch genügen würde, ist, wir kriegen Tagesschlusskurs oberhalb dieser Seitwärtskonsolidierung. Wir haben nicht nur den Tagesschlusskurs oberhalb dieser Seitwärtskonsolidierung gehabt, sondern wir haben sogar den Tagesschlusskurs oberhalb dieser Widerstandszone direkt geschafft. Und das war das, wo ich mich getäuscht hatte. Aber, und das ist das Entscheidende, Freunde, ich weiß, es gibt Finanzmarktanalysten, ja, die analysieren den Markt. Das ist so wie Fußball am grünen Tisch spielen. Ohne Ball. Ich weiß nicht, wie ich den Markt analysieren kann, ohne ihn zu traden. Ich mache Ihnen die Videos immer aus Sicht eines Traders. Es geht immer darum, aktive Trades zu machen. Und deswegen eine Handlungskonsequenz hat er das jetzt nicht gehabt, ob der Markt jetzt sofort das hier aus dem Weg nimmt oder ob der vorher konsolidiert. Aber die Handlungskonsequenz ergibt sich daraus, wenn wir sagen, Moment, der Goldpreis bildet hier gerade über den Stundenchart einen möglichen Trendkanal. Schauen Sie, das ist Unterstützung, das ist Unterstützung, das ist Widerstand, das ist Widerstand, das ist Widerstand. Der Markt hat das Potenzial, an diese Widerstandszone ranzulaufen. Das wäre dann so im Bereich von 12,95, möglicherweise 1300. Dann haben wir die obere Begrenzung dieses Trendkanals. Auf die Sachen kommt es an. Erstens. Zweitens. Liebe Trader, ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Aber was ich weiß ist, dass der Goldpreis hier, nachdem er gestiegen ist, konsolidiert hat, nochmal gestiegen ist, dann wieder in eine Seitwärtsphase übergegangen ist und dann, boom, hat er auf den Kopf gekriegt. Mit viel Volumen. Dann hat er versucht, nochmal durchzugehen. Wir hatten damals miteinander besprochen, Leute, keine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt wieder hier durchgeht. Wieder auf den Kopf. Jetzt
haben wir die psychologische 1300 als obere Begrenzung unseres Trendkanals. Wir haben horizontal Widerstandszone mit der Doppel-Null plus, das ist eine technische Widerstandszone plus oben weiter drüber. Wenn ich die letzten Hochs, die wir hier bei den am Ende dieser bullischen Bewegung, die wir gemacht haben, hier im August und Juli miteinander verbinde, dann kommt bei 13,30 noch die nächste Widerstandszone. In der Regel ist es ja so, die Kleinanleger werden wach, wenn der Markt schon eine Weile gelaufen ist. Wir haben miteinander darüber gesprochen, Leute, hier gibt es für uns das erste Signal mit dem Ziel 1200 und 200-Tage-Linie. Dann hatten wir hier noch ein Signal auf der bullischen Seite an die 200-Tage-Linie. Dann bin ich ja persönlich, habe ich Ihnen auch erzählt, bin ich ausgestoppt worden, habe mir wieder den prozyklischen Einstieg hier gesucht. Und das ist jetzt das dritte Signal, was wir bekommen. Und was ich Ihnen sagen will, ist 1300, psychologische Widerstandszone, horizontale Widerstandszone, trendbegrenzende Linie, eine Phase der Seitwärtskonsolidierung, die bärisch aufgelöst worden ist, mit Volumen. Also für mich persönlich, und ich spreche in diesen Videos immer nur für mich persönlich. Manchmal machen sich unsere Zuschauer über mich lustig und sagen, nach meinem Dafürhalten ist das so und so. Und sprechen mir nach. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Das ist natürlich nach meinem Dafürhalten. Nach meinem Dafürhalten ist das hier keine Zone, um Bulle zu werden. Nach meinem Dafürhalten ist das eine Zone, um Gewinne abzusichern. Insbesondere mit dem Osterwochenende. Der Markt hat das Potenzial, so wie er aussieht, in Richtung 1300 zu laufen. Das ist für mich 1295, 1300 ist für mich persönlich eine Zielzone. Schöne Trading-Möglichkeit auf der bullischen Seite. Wie viel Prozent sind das eigentlich? Kann ich Ihnen dann ganz genau sagen, wir sind bei 12,95,70 eingestoppt worden, wenn Sie es genau wissen wollen. 3% in ein paar Tagen. Wunderbar. Für einen kurzfristigen Trade, super Trading-Möglichkeit. Vor allen Dingen auch, was das CRV angeht. Was ich auf jeden Fall, was wir Formationstrader, und ich trade ja nicht alleine, ich trade ja mit meinem Partner und mit ehemaligen Mentorschülern von uns, die jetzt mittlerweile sehr erfolgreich traden. Da traden wir im Team. Wir werden hier aus einem Gewinner ganz sicher keinen Verlierer mehr machen. Das ist ja das, was ganz viele Trader machen. Nee, ich will jetzt unbedingt die 1300. Und wenn die 1300 nicht kommt, dann lasse ich zu, dass er gegen mich läuft und sonst wohin läuft. Das ist das nicht. Wir ziehen nach System unser Stop-Loss an. Zielzone bleibt nach wie vor die 1300er Marke. Habe ich das Wesentliche zu Gold Ihnen gesagt? Ich glaube, nach meinem Dafürhalten schon. Silber, Freunde, Silber, bitte denken Sie dran. Höchste Rate an Shorts im Future-Markt bei den Commercials bei Silber. Deswegen hatte ich Ihnen auch gesagt, und ja, man sagt, analysiere Gutes und sprich darüber. Ich hatte Ihnen gesagt, ich würde Gold auf der bullischen Seite mit dem Ausbruch traden. Gehen Sie gerne zurück, schauen Sie sich gerne das Video an. Das waren genau meine Worte. Und es hat nichts mit Ignoranz oder Arroganz zu tun, sondern ich wiederhole nur das, was ich Ihnen zuletzt auch klar so gegenüber vertreten habe. Ich hatte Ihnen gesagt, ich würde den Bruch der Seitwärtskonsolidierung bei Gold traden, aber nicht bei Silber. Aus mehreren Gründen, weil Silber hier schon an der horizontalen Widerstandszone angekommen ist. Und es geht hier nicht um eine trendbegrenzende Linie, die nach unten fällt, sondern um diese horizontale. Die ist einmal, zweimal, dreimal, viermal mit Volumen abverkauft worden. Schauen Sie sich gerne SLV an, weltweit größte ETF auf Silber bullish. Plus, wir haben die Commercials, die short sind. Plus, wir haben eine horizontale Widerstandszone. Da will ich nicht in diesen Widerstand reintreten. Also ich nicht. Sondern das, was ich mich frage, ist, ob jetzt der Markt hier in dieser Widerstandszone länger konsolidiert, zum Beispiel die Commercials dann nicht mehr so short sind und dann der Markt das Potenzial hat, eine Fortsetzung zu machen, oder ob wir möglicherweise hier eine Trendumkehrformation bekommen und der Silberpreis nochmal zurückgeht. Im Moment sehe ich nur einen relativ starken Markt, einem richtig starken Widerstand. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich das Osterwochenende vor mir. Wenn Sie jetzt vom Osterwochenende ins Risiko gehen wollen, bitteschön. Ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen. Als Trader möchte ich da jetzt nicht ins Risiko gehen. Was ich Ihnen vor geraumer Zeit gezeigt hatte, und ich möchte das gerne wiederholen. Erinnern Sie sich, das ist ja schon eine ganze Weile her, das war Ende Februar, war ja noch richtig Winter. Da hatte Palladium hier diese Keilformation gebildet. Dann hatte ich mit Ihnen gesprochen, Freunde, unser Trading-System zeigt uns an, dass der Markt, wenn er bärisch werden will, eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, komplett in sich zusammenzufallen, weil es übergeordnet immer noch bullisch ist und der Markt hat das Potenzial, wieder hier hinzukommen. Aber da haben wir eine trendbegrenzende Linie und vor allen Dingen
wir sind ja übergeordnet auch noch in einer Bärenflagge. Das heißt, diese Trend, verzeihen Sie bitte, in einer bärischen Keilformation. Das heißt, diese trendbegrenzende Linie, die ist ja schon geraume Zeit bestehend, seit Juli 2016. Deswegen wird es auch auf der Oberseite schwierig und darum ist das hier nichts, was ich auf der einen oder anderen Seite mit einer guten Wahrscheinlichkeit traden kann. Ja, ich weiß, die Trader neigen dazu, sich das absolute Hoch anzugucken, zu sagen, ah, guck mal, 7% hätte ich runter traden können und hoch traden hätte ich das auch 10%. Ja, das ist immer dann, wenn man von hoch zu tief zieht. Aber wenn man wartet, bis sich ein Setup ergibt, wie zum Beispiel der Bruch dieser trendbegrenzten Linien, dann sind das schon wieder nur irgendwie 1, irgendwas Prozent. Das kann man vielleicht über den 15-Minuten-Chart oder über den Stunden-Chart traden, aber nicht auf Tagesbasis. Weder Short noch Long. Und der Markt bildet hier gerade eine größere Formation und dann gibt es nach meinem Dafürhalten erst die Möglichkeit, auf der einen oder anderen Seite etwas zu machen. Brent war gefallen. Ich hatte Ihnen gesagt, der Markt hat das Potenzial, hier eine Trendumkehr zu bilden, um wieder zurückzukommen. Anders gesagt, verzeihen Sie, der Markt ist gefallen. Wir haben gesagt, das Ziel ist 50. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir direkt durchgehen, ist geringer. Wir haben das Potenzial, ein Pullback zu machen. Hat gepasst. Hier haben wir gesagt, der Markt hat das Potenzial. Verzeihen Sie bitte hier, ich verwechsle das gerade mit WTI. Hier eine Trendumkehr zu bilden, hat der nicht gemacht. Anstattdessen gab es eine Fortsetzung. Wohin? Hier Unterstützung, jetzt Widerstand, hier Widerstand. Über den Stundenchart kämpft gerade der Markt mit einem Trendkanal. Sehen Sie das? Kämpft mit diesem Trendkanal. Noch sieht der Tag sehr bullisch aus. Wir sind aber auch an einem größeren Widerstand. Spätestens unterhalb der 55, unterhalb dieser horizontalen Unterstützung, unterhalb der 200-Stunden-Linie, hätte der Markt das Potenzial, in Richtung 200-Tage-Linie und 20-Tage-Linie zu laufen. Allerdings, auch das ist nichts, worauf ich jetzt wetten wollen würde, sondern ich würde gerne abwarten und gucken, was für eine Formation sich hier bildet. Nach oben hin scheint der Markt erstmal den Deckel drauf zu haben. Allerdings, und deswegen will ich das gerne abwarten, falls es den Bullen gelingt, sich hier festzusetzen, dann werde ich ihn auch in ein paar Tagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Jetzt sieht er mehr bullisch aus. Wenn er diese Widerstände aus dem Weg räumt, dann kann er wieder in Richtung 58 laufen. Das muss er uns erstmal zeigen. Jetzt gerade ist Brent an einem größeren Widerstand angekommen. Muss sich zeigen, Konsolidierung mit Fortsetzung oder Trendumkehr. Das können wir in aller Ruhe abwarten. Ihnen wünsche ich, dass Sie in aller Ruhe Ostern feiern. Im Kreise Ihrer Lieben, dass Sie richtig viele bunte Ostereier finden werden, dass Sie eine schöne Zeit haben werden. Und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihr Risiko im Griff haben, damit Sie die Feiertage genießen können. Freunde, ich habe es euch schon länger nicht mehr gesagt, egal wann ihr tradet, was ihr tradet, mit wem ihr tradet, tradet immer mit einem Stop-Loss. Hoffentlich. Bleiben Sie und bleibt ihr. Alle gesund. Und wenn Sie es nicht sind, ich wünsche Ihnen noch so viel mehr. Vom tiefsten Fleck meines Herzens, dass Sie hoffentlich sehr, 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 sehr bald genesen werden. Wenn Sie mögen, bleiben Sie uns doch gerne über Ostern hinaus gewogen. Mein Name ist Hamed Asnachari. Klicken Sie auf das Feld rechts unten und erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zu unserem 6-monatigen Mentorprogramm oder klicken Sie auf das Feld links oben, abonnieren Sie unseren Kanal für tägliche charttechnische Analysen mit edukativem Charakter zu den Rohstoffmärkten, Aktien und Indizes.